Mein Name ist Robert Bauer, ich bin Professor für Organisation und Innovation am Institut für Organisation und globale Managementstudien. Bevor wir auf die spezielle eingehen, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen kurz ein paar Bemerkungen zum Institut sage. Wenn etwas unser Institut charakterisiert, wenn ich gefragt wäre, es zu charakterisieren, sind es drei Begriffe, die mir da wichtig sind. Das ist Aktualität, Internationalität und Verbindung von Forschung und Praxis. Lassen Sie mich zur Aktualität was sagen. Aktualität heißt, dass das Institut großen Wert auf Forschung legt. Das heißt, wir sind eines jener Institute, die im Sommer wirklich auf den wissenschaftlichen Konferenzen sind, uns auseinandersetzen, beitragen aktiv zum Wissensstand, zum wissenschaftlichen Wissen, weil wir davon überzeugt sind, dass Sie auch ein Recht darauf haben, in Ihrem Studium sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die nicht nur Wissen weitergeben, sondern Wissen auch produzieren. Und das hat was mit Aktualität des Wissens zu tun und andererseits mit der Anforderung, die auch an Sie gestellt wird. Es wird nicht ausreichen, dass Sie in Ihrer Praxis das Wissen wiedergeben, das Sie im Studium lernen, weil die Hälfte davon ist veraltet, wenn Sie fertig sind. Es wird darum gehen, dass Sie Wissen erkennen können, selektieren können, umbauen können, kombinieren können. Also auch Ihre Kompetenz hat ja was Aktiveres als nur das Reproduzieren. Je weiter Sie in Ihrem Studium fortschreiten, desto mehr wird das Reproduzieren nur eine Basis. Und für uns ist das auch so ein Selbstverständnis, dass wir in der internationalen Forschung mit dabei sein wollen, aktiv was zu diesem wissenschaftlichen Wissen beitragen. Nicht zuletzt deshalb, weil das auch die einzige Möglichkeit ist, Ihnen aktuelles Wissen zu vermitteln. Sie müssen sich vorstellen, in einem Tier 1 Journal einen Artikel zu publizieren, dauert etwa 3 Jahre. Dann sitzt das in den Journals, bis das in die Lehrbücher kommt, dauert es weitere 5 bis 10 Jahre. Das heißt, wenn Sie Lehrbuchwissen haben, können Sie sicher sein, dass es zwar solide ist, aber dass es auch bestimmt schon 15 Jahre am Buckel hat, seit es entwickelt wurde. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wirklich aktuell zu sein, ist forschungsnahe zu sein. Internationalität erklärt sich von selbst. Schauen Sie nur in die Region. Unsere Leitbetriebe sind entweder, wenn Sie an die Voestalpine denken, wirklich ein Großbetrieb oder sonst sogenannte Hidden Champions, KMUs, die in ihrer Nische Weltmarktführer sind und die Führungskräfte suchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die international sich bewegen können. Also selbst wenn Sie in Oberösterreich arbeiten, arbeiten Sie international, weil diese Betriebe natürlich ihr Business nicht in Oberösterreich haben, sondern von hier aus globale Player sind. Und das gilt auch für das Institut. Mit unserem Institutsvorstand haben wir tatsächlich einen international renommierten Professor gewinnen können, Professor Del Mestrico aus Italien. Und fast alle Institutsmitglieder haben Jahre an ausländischen, überwiegend nordamerikanischen Unis verbracht. Theorie und Praxis. Kurt Lewin sagt, das ist nichts praktischer als eine gute Theorie. Das stimmt auch, aber man muss auch lernen, sie anzuwenden. Und in unserer Arbeit ist die Kooperation mit der Praxis eine sehr wichtige. Wir kooperieren mit den wesentlichen Betrieben in Oberösterreich, wo wir einerseits beratentätig sind, andererseits, das ist für uns das Ideal, Forschung und Beratung verbinden können, wo wir einerseits jahrelange Kooperationen haben, wo wir bis tief in die Betriebe forschen können. Das heißt, wir gewinnen als Forscher Daten, die wir wieder nutzen können und umgekehrt auf dieser Basis können wir die Betriebe wieder mit unserem Know-how unterstützen. Das heißt, dieses wechselseitige Lernen von Konzept und Tun, wo nicht klar ist, wo beginnt es. Natürlich entstehen im Tun neue Dinge, die wir dann konzeptualisieren und genauso ist es, dass auf der konzeptuellen Ebene Dinge entstehen, die wir dann in die Praxis umsetzen. Aber lassen Sie mich jetzt zur Speziellen kommen. Leitlinien des Lehrprogramms. Ja? Universitätsausbildung ist Auseinandersetzung mit Wissenschaft, ist Praxiskritik. Das heißt, da geht es uns darum, es
geht nicht darum, dass Sie jetzt was nachsagen, was in Journals steht, sondern dass Sie sich aktiv damit auseinandersetzen, dass Sie sowohl das wissenschaftliche Wissen als auch die jetzigen betrieblichen Praktiken kritisch durchleuchten. Denn nur so können Sie sie weiterentwickeln und wir heißen nicht umsonst Organisation und Innovation. Wir sind davon überzeugt, dass es nur mit sehr hohen Entwicklungsgeschwindigkeiten möglich ist, international mitzuhalten. Viel eigengesteuertes Studium, Originalliteratur, Vorträge, Seminararbeiten, Diskussionen, Anwendungen, Feldstudien, eigene Problemlösungen. Wir haben immer wieder Seminare, wo wir mit den Studierendengruppen in Betriebe gehen und die analysieren und ein kleines Stück Organisationsforschung treiben. Manchmal entstehen dann längere Aktionsforschungsprojekte daraus. Im nächsten Semester schauen wir uns an, wie das Future Lab arbeitet. Ganz tolle kreative Köpfe und die sind interessiert, wie wir das sehen, wir sind interessiert, wie Sie das sehen. Da haben wir eine Chance, nur um ein Beispiel zu nennen, mit einer Studierendengruppe in eine global, also wirklich Weltspitze Organisation reinzugehen und mit denen gemeinsam zu arbeiten. Interpersonale Kompetenz, ganz wichtig. Das große Problem der Absolventen ist nicht die Fachkompetenz, sondern die interpersonale Kompetenz. Natürlich kann die Uni hier nur einen beschränkten Beitrag leisten. Den Umgang mit anderen Menschen muss man schon im Alltag üben und an sich selbst entwickeln. Aber uns ist es ein großes Anliegen, wir haben eine Lehrveranstaltung ausdrücklich dafür abgestimmt. Es gibt zwei verschiedene Ansätze. Eins ist mehr ein gruppendynamisches Seminar, eins geht mehr in Richtung Selbstmanagement. Aber die Einladung ist, setzen Sie sich auch mit sich selbst auseinander. Je höher Sie in der Hierarchie kommen, desto mehr sind Sie Ihr wichtigstes Instrument und es ist nicht das Fachwissen. Ziele, was sollen Sie am Ende des Studiums können? Und die meisten können das tatsächlich und wer es nicht kann, zieht noch eine Schleife, bis Sie es wirklich können. Wissen über Personen. Über Strukturen und Prozesse, also wie sind Betriebe strukturiert und welche Prozesse gibt es in Betrieben. Ich glaube, da haben Sie im ersten Abschnitt so mal ein bisschen schon reingeschnuppert. Und natürlich die strategische Orientierung. Wie kommen wir aus Visionen und Zielvorstellungen zu aktiven Handlungen und umgekehrt auch, was jetzt unter Effectuation läuft, wie entwickeln wir denn aus dem, was wir haben, im Improvisieren sogenannte emergente Strategien. Zielbild sind Generalistinnen. Wir bilden primär Generalistinnen aus. Das bringt uns gleich auf die Frage, was können Sie mit dem Studium machen? Es gibt spezialisierte Abteilungen, die sind aber nicht die wichtigen. Ja, es gibt manchmal Abteilungen für Organisation oder Organisationsentwicklungen. Das Gros unserer Absolventinnen ist aber im General Management. Beginnt mit Projektmanagement, Account Management oder geht in den Beratungssektor. Ein großer Teil beginnt im Beratungssektor und im Endeffekt irgendwann heuert ein großer Kunde die besten Berater. Also auch so kann man viel Erfahrung sammeln und eine interessante Karriere machen. Die Rückmeldung, die wir kriegen, ist, das Organisationsstudium war das Wichtigste, was ich im Studium gelernt habe, aber ich habe es erst verstanden, wie ich schon länger im Beruf war. Was heißt das? Bei Organisation lernen Sie, wie funktionieren Organisationen, wie beeinflusst man die, wie bewegt man sich, wie steuert man sie. Das wird umso wertvoller, je weiter Sie in der Hierarchie nach oben wandern. Organisation, ich sage es gleich, ist eine schlechte Eintrittskarte. Ja, niemand heuert Sie von der Uni weg und sagt, bringen Sie unsere Organisation auf Vordermann. Ja, da brauchen Sie was anderes, da brauchen Sie Marketing, da brauchen Sie Accounting. Also Sie brauchen irgendein klassisches Fach, das die Eintrittskarte ist, ja, der Zubringerflug. Und der Long Distance Flight ist dann Organisation. Denken Sie es von der Seite. Das heißt aber beim Spezialisieren, es ist nicht geschickt, lauter sehr ähnliche zu. Ich nehme jetzt keine Fächer, um niemanden zu diskriminieren, aber Sie wissen, es gibt ähnliche Fächer, kombinieren Sie nicht zu ähnliche Fächer. Erdäpfel mit Pommes frites ist nicht unbedingt die ideale Menüfolge. Wie schaut die spezielle aus? Ein Kurs in Organisationspsychologie, einer in Struktur und Strategie.
Das ist die klassische Teilung, die Sie auch schon aus MPO kennen. Organisationspsychologie auf der einen Seite, also was können wir über Personen, über Menschen und damit auch über uns selbst lernen, und auf der anderen Seite, wie funktionieren Systeme. Wenn Sie an die First denken, ist ein gigantischer Betrieb. Wie funktioniert das? Es ist uns so selbstverständlich geworden, aber es ist eigentlich erstaunlich, dass bei so vielen Leuten, die über den ganzen Erdball verstreut sind, dann noch was Vernünftiges rauskommt. Es geht Ihnen immer reibungslos, aber in Summe kriegen wir schon ganz erstaunliche Ergebnisse aus diesen großen Organisationen. Kompetenzen der Organisationsanalyse, da geht es auch ein Stück um Forschungsmethodik, die Sie sowohl im Management als auch insbesondere im Beratungssektor haben. Entweder quantitative Statistiken auswerten, Zahlen auswerten oder qualitative Feldforschung, was heute viel unter Usability Studies, User Studies, anthropologische Methoden. Ja? Wie kann ich meine Kunden besser verstehen, indem ich sie vor Ort beobachte? Diese Forschungsmethodiken lernen Sie da. Spezialgebiete ist ein ganz offener Bereich, da haben wir jedes Semester was anderes anzubieten. Das geht von Branding über institutionellen Wandel, über die Frage, wie können Kunst und Management besser kooperieren, Projektmanagement. Immer ausgewählte Themen, wobei wir hier im Sinne der Internationalität sehr viele internationale Gastprofessoren im Einsatz haben. Management Skills, das ist die interpersonale Kompetenz, die ich angesprochen habe. Da gibt es zwei Angebote, wo Sie als Person mit Ihren Fähigkeiten im Zentrum stehen und die testen, ausprobieren und reflektieren und weiterentwickeln können. Das ist die Fortsetzung in Spezialisierungsfach. Da gibt es dann zwei Lehrveranstaltungen. Das eine ist Master Course Organization. Da wird es wirklich theoretisch. Was sind die wichtigsten Ideen, wie man Organisationen versteht? Und da geht es wirklich in die Tiefe. Das ist so ein bisschen die Teilchenphysik des Management. Da wird schon ein bisschen ins Detail gerechnet. Und auf der anderen Seite Master Seminar Advanced Topics. Das ist noch einmal so wie Spezialgebiete, jedes Semester was anderes. Aber hier geht es noch mal tiefer in die Forschungsnähe. Das ist das Beispiel, was ich Ihnen vorher erzählt habe, wo wir die Kooperation im nächsten Semester haben mit dem Future Lab. Das sind die Studierenden, die gehen dann in die Praxis. Ja, da muss man schon ein bisschen professionell sich bewegen können und schon auch was anzubieten haben, damit man dann mit solchen Partnern eine feine Kooperation zustande bringt. Das ist alles in englischer Sprache, weil es auch parallel ja anrechenbar ist für den General Master und weil ohnehin die englische Sprache überhaupt nichts. Ich sage da gar nichts mehr dazu, das hat sich entdeckt, dass man das kommentieren muss. Wie schließen Sie ab? Eine mündliche Fachprüfung kombiniert mit dem Durchschnitt Ihrer Studienleistung. Das heißt, im Wesentlichen das Wichtigste ist, die Leistungen, die Sie in den Lehrveranstaltungen erbringen, und dann gibt es aber eine kurze abschließende Prüfung, wo Sie nochmal zeigen, dass Sie mit diesem Wissen wie eine Absolventin argumentieren können. Diplomarbeiten, natürlich gibt es bei uns Diplomarbeiten, da gibt es aber keine speziellen allgemeinen Richtlinien, sondern das machen Sie betreuerspezifisch, schauen, wo haben die Leute ihre Spezialkompetenzen, welche Gebiete sind sie in der Forschung ausgewiesen, und dann, wenn sie das Gefühl haben, da möchten sie schreiben, dann gehen sie zu ihrer Betreuerin, zu ihrem Betreuer und sagen, ich hätte da etwas. Häufig entsteht das auch aus Lehrveranstaltungen heraus. Ja, da ist ein Überblick, Sie sehen, wir sind ein relativ großes Institut und wir freuen uns über Ihr Interesse. Haben Sie Fragen, kann ich Ihnen dienlich sein. Was wäre dann die Empfehlung von dem BWL gut und fern werden, denn passen würde? Und ihr ist meine Empfehlung ist, denken Sie in Eintrittskarten. Ja? Mhm. Marketing ist eine klassische Eintrittskarte, Zahlen. Ja? Rechnungswesen 0. Jetzt weiß ich, viele, die ins General Management gehen, sagen, mich interessieren die Soft Facts und sie sind auch langfristig die wichtigeren, aber
in einer kapitalistischen Wirtschaft muss man wohl unterm Strich auch einen Gewinn machen. Und den macht man nicht, wenn man einen Überblick hat über das, was los ist. Und das heißt, wir müssen in Zahlenfach bilden. Also meine große Empfehlung ist, studieren Sie irgendein Zahlenfach dazu. Sonst ist General Management jetzt wohl. Die Zahlen alleine sind auch zu wenig. Aber meine Empfehlung ist diese Kombination. Und dann ist die Frage, haben Sie Interesse an Marketing, Sales? Selbst in der schlimmsten Wirtschaftskrise braucht man wieder einen Sales. Im innerbetrieblichen Organisieren dann eher nicht. Ja? Bei Sales ist ja das gerade angesprochen, Auslandssemester ist ein Thema, oder wie gesagt, macht das Studium Sinn, wenn man jedes Ausland gehen kann? Dann wird ein Studium, ist das kein Problem da. Wie? Das verstehe ich nicht. Wir unterstützen Auslandsaufenthalte. Ist klar, ja. Absolut. Genau, aber wenn es für mich kein Thema ist, macht das trotzdem Sinn, das Fach, oder ist das auf dem Semester sehr wichtig? Natürlich macht es Sinn, das zu studieren, auch wenn Sie nicht ins Ausland gehen. Aber wenn Sie es irgendwie hinkriegen, ich sage nur die Bedeutung, die das Institut der Internationalisierung auch in der Lehre beimisst und dann nochmal der Praxisbezug. Wir haben zwei Programme, die internationale Masterstudien sind, wo immer drei Länder zusammenarbeiten. Eins ist das ACT-Programm, Austria, Canada, Taiwan. Das zweite heißt Troika, da geht es um ein im weitesten Sinne europäisches Programm mit Italien, Österreich und Russland. Und ein drittes ist in Vorbereitung, da sind wir mit Mexiko und Korea im Gespräch. Das sind Programme, die speziell von der Wirtschaft gefordert und gefördert werden. Also Internationalität ist auch Praxisnähe. Wenn es wirklich nicht geht, weil es Ihre Biografie im Moment nicht zulässt, dann lesen Sie so viel Englisch, holen Sie sich unsere Gastprofessoren. Nehmen Sie alles, was international in Linz ist. Gehen Sie auf die Ars Electronica. Ja? So toll, ja? Die Leute fliegen tausende Kilometer und bei uns ist es so unbekannt. Aber ja, also Sie sind natürlich herzlich eingeladen, Sie kriegen bei uns sicher etliches internationales angeboten, aber die Realität ist, einen Ersatz zu wirklich ins Ausland gehen gibt es nicht. Man kann nicht Mamas Pasta essen und trotzdem im Ausland sein. Das geht nicht. Wir haben noch offizielle 6 Minuten, die müssen wir natürlich auch nicht verwenden, aber ja. Dann die Bachelorarbeit, die wir im Rahmen von Seminaren. Ja, wir haben immer 1 bis 2 Seminare, wo die speziell für die Betreuung der Bachelorarbeiten vorgesehen sind. Häufig ist es auch dort, wo mit Methoden gearbeitet wird, da lässt sich das gut verbinden. Wie schaut die Betreuung aus? Ist sie intensiv oder ist es eher individuell? Da muss sich passen. Tendenziell ist die Betreuung bei uns sehr individualisiert, aber ich weiß nicht ganz genau, wie die beiden Kollegen arbeiten, die die Bachelorarbeiten betreuen. Da ist schon viel auch immer da, an andere Personen auszumachen. Wenn Sie es aber noch genauer wissen wollen, schicken Sie mir eine E-Mail. Was ich nicht weiß, kann ich recherchieren. Ja. Weil ich war im Ausland und habe da einen Schwerpunkt absolviert. Ja. Den habe ich aber nur im Rahmen von BWL-Veranstaltungen im Ausland absolviert. Ich habe mir gedacht, in Zara habe ich jetzt bei nächsten Schwerpunkt für Spanisch und Organisation und Internationalen. Das ist eine schlechte Kombination, wenn ich das so aufpasse, was Sie mir jetzt. Naja, ist. Bringen Sie mich in eine schwierige Situation, weil eigentlich würde ich Sie ja gerne einladen, bei uns zu studieren. Aber wenn Sie mich fragen, kann ich mich nur wiederholen. Studieren Sie nicht Management, ohne irgendwas mit Zahlen zu tun gehabt zu haben. Das ist
auf oberösterreichisch auf Lenzing. Ja? Und vielleicht können Sie mit zwei Schwerpunkten arbeiten, mit einer Diplomarbeit, die man in General Management geht, aber die Zahlen ganz außen vor zu lassen ist, ich weiß, ich sollte das Gegenteil sagen, weil wir sind für die Softfacts zuständig, aber wenn wir hier in einer zahlenlastigen Umgebung wären, würde ich Ihnen zeigen, wie sinnlos Zahlen sind, wenn Sie die Softfacts nicht verstehen. Aber es braucht beides. Es braucht wirklich beides, egal von welcher Seite man es anschaut. Sie haben Kaffee mit Non-Profit-Organisations gezogen. Ist das schon so Zahlen? Da bin ich jetzt überfragt und das möchte ich jetzt auch nicht recherchieren, weil da gibt es berufenere, wie intensiv die Auseinandersetzung mit der Rechnungslegung ist. Das müssen Sie mit dem Institut erklären. In der Vergangenheit war es so, der Vorgänger vom jetzigen Institutsvorstand war spezialisiert auf Rechnungslegung. Da war mit Sicherheit der Fall, dass Sie genug Auseinandersetzung damit haben, das aktuelle Curriculum. Aber ich denke, die waren da oder kommen, oder? Eben, dann wissen Sie, wo Sie das haben. Gut, dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen noch einen vergnüglichen Tag und würde mich freuen, Sie im Spezialisierungsfach begrüßen zu können.